Sie haben von Berufswegen quasi jeden Tag mit Hasskommentaren zu tun. Wie geht man denn im Hause Spiegel Online mit denen um? Also es gibt ein Leserforum mit Mitarbeitern, die filtern und lesen und antworten. Und es gibt natürlich auch ein Social-Media-Team, die sich bei jedem Posting, das sie machen, anschauen, was passiert darunter, was müssen wir löschen, worauf können wir antworten. Wir probieren ganz viele Sachen aus, ob es jetzt so ein Format ist, zu sagen, Leserfragen, Spiegel Online antwortet, wo man dann so einen klassischen Facebook-Kommentar nimmt, wo jemand fragt, wieso macht ihr eigentlich dauernd Trump nie mit nieder? Das ist doch ein super Typ und super ehrlich und so. Und dass man auch wirklich einmal unironisch sagt, okay, da antworten wir jetzt einfach mal drauf. Jetzt sind wir Journalisten ja oft so im Verruf, auf dem Elfenbeinturm zu sein und gar nicht zu wissen, was unsere Rezipienten eigentlich wollen. Jetzt sehen Sie jeden Tag, was so gepostet wird. Wie geht es einem denn da persönlich als Journalistin dabei? Du meinst, wenn man persönlich mit diesem Hass jeden Tag konfrontiert ist? Das ist wie so oft im Leben, glaube ich, eine Persönlichkeitsfrage. Also wie kann man damit umgehen? Und ich persönlich habe da inzwischen ein super dickes Fell. Ich kann das relativ gut an mir vorbeiziehen lassen. Das tut weh manchmal, gerade eben, wenn es um Kommentare zum Thema Flüchtlinge geht. Das tut weh, das ist hart. Es gibt aber auch, und das weiß ich, viele Kollegen, nicht nur aus unserem Haus, auch aus anderen Häusern, die gehen richtig fertig nach Hause. Die belastet das, die können nicht abschalten. Und das ist ja auch ein Problem, weil das sind ja Journalisten oder Medienmenschen und wie auch immer. Niemand von denen hat ja ansatzweise eine pädagogische Ausbildung oder Schulung gemacht, wie so ein Streetworker, die sowas Ähnliches ja auch in der analogen Welt machen. Und ich glaube manchmal, das wäre tatsächlich ganz sinnvoll, ne? Dieses Lernen auch mal abzuschalten, wie gehe ich damit um, wie lasse ich das nicht zu dicht an mich heran. Gerade vor dem Hintergrund ist es ja auch wichtig, dass wir gerade im Panel gehört haben, dass gerade eine geringe Personenanzahl sehr, sehr laut ist und dass wir es irgendwie schaffen müssen, dass auch die Anständigen sich wieder äußern. Wie kriegen wir denn die in den Diskurs rein? Also es gibt ja einfach so ganz kleine, minimal technische Lösungen, dass man also bei Facebook solche Kommentare hochliked oder auf die nochmal antwortet einfach nur. Ne? Dann sind die einfach sofort sichtbarer. Und das ist eben das wichtige Stichwort dabei, glaube ich, dass man darauf achtet, dass Hass und Hetze nicht den gleichen Platz bekommt oder eben noch einen viel wichtigeren Platz bekommt als überlegte, ruhige, sachliche Antworten. Das ist so das Erste, was wir machen müssen. Gleichzeitig müssen wir uns überlegen, wie können wir Räume schaffen, in denen man angstfrei diskutieren kann, die von Respekt geprägt sind. Gibt es da technische Lösungen, mit denen wir die Diskussion beeinflussen können? Also neben der menschlichen Moderation, die vermutlich immer nötig sein wird. Bis hin zu, können wir Formate machen, bei denen wir sagen, das ist unser Leserkommentar der Woche, aus dem man dann einmal im Monat wieder einen Artikel zusammenbindet, um den Leuten wirklich das Gefühl zu geben, wir lesen euch, wir finden das gut, wir stärken euch, wir machen euch sichtbar, ne? Um dieses Gefühl loszuwerden, es bringt ja eh nichts, die anderen sind ja eh lauter oder es sieht ja eh keiner oder der hat jetzt 1000 Likes und ich schreib was Gutes und habe nur 5. Ein auch wichtiger Aspekt vor dem ganzen Hintergrund ist dann auch noch dieses, diese Leute, die jetzt sehr laut sind und die vermeintlich was wenig Populäres in unseren Augen sagen, ernst zu nehmen. Da haben Sie auch vorhin ganz, ganz schlau, wie ich finde, gesagt, dass man denen natürlich auch zuhören muss und die nicht immer nur so abtun. Wie machen Sie es? Machen Sie es bei sich im Haus? Was ich gerade ja schon mal ansprach, ist eben so dieses Format Leserfragen, Sporn, Antwort. Und da war es mir eben auch ganz wichtig zu sagen, es ist immer super leicht zu sagen, haha, guck mal, wie doof die Reichsbürger, wie doof die Nazis. Und das ist auch ganz oft ganz wichtig, glaube ich, Position zu beziehen und da auch als Marke eine klare Haltung zu haben. Und genauso wichtig ist es aber auch zu versuchen, mit möglichst objektiven Zeilen Dinge zu erklären. Was einfach auch die Forschung ja zeigt, ist, dass das nennt man den Effekt der Fehlzündung. Dass wenn du Menschen argumentativ in ihrer Glaubenshaltung erschütterst, weil du sagst, es stimmt nicht, ich habe andere Fakten und so weiter, dann ist es das natürlichste menschliche Bedürfnis, seinen Glaubenssatz verteidigen zu wollen. Und man macht das immer härter und will da immer weniger raus. Und das schraubt sich viel, viel schlimmer darauf fest, als man es vielleicht vorher war. Das heißt, da ist genauso diese Frage, wie macht man eine Zeile so, dass sie nicht belehrend klingt, dass sie nicht so wirklich so, wir sagen euch jetzt mal, wie es wirklich ist, sondern die große Frage ist, wie kriegen wir diese Leute dazu, das A, überhaupt zu lesen und B, das vielleicht auch anzunehmen?